Thank you. Next speaker, Madam Harms. Dankeschön, sehr geehrte Damenpräsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. Die Eskalation gegen jede Opposition in der Türkei, gegen jeden Kritiker Präsident Erdogans in der letzten Woche, die war wirklich von neuer Qualität. Immer deutlicher wird für mich, wenn ich das beobachte, dass Präsident Erdogan sein Land immer tiefer spaltet. Und die Aufhebung, die Vorbereitung zur Aufhebung der Immunität von über 100 Abgeordneten des türkischen Parlaments, unterstützt vom Vorsitzenden auch der Oppositionsfraktion CHP, zeigt das sehr deutlich. Wir haben den Schuss auf Şandın Dündar gesehen, wir haben die unglaublich hohen Strafen gegen Dündar und Gül gesehen, den erzwungenen Rücktritt von Davutoğlu und am Ende auch noch Schüsse an der Grenze zu Syrien auf Flüchtlinge. Das ist die Liste, die unvollständige Liste der letzten Woche. Meine Fraktion ist sich darüber im Klaren, dass man der Türkei nichts aufzwingen darf. Wir wissen aber auch, dass die Europäische Union nicht ein Akteur werden darf, der diese systematischen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit einfach übersieht. Die Bedingungen für die Visaliberalisierung, über die wir reden, die sind deshalb so wichtig, weil sie die gesellschaftliche Entwicklung in der Türkei zum Besseren oder zum Schlechteren beeinflussen. Und ich denke, dass so gern wir die Reisefreiheit wollen, dass wir die Reisefreiheit nicht geben können als Unterstützung des autoritären Weges von Präsident Erdogan. Die Ereignisse der letzten Tage, die ich geschildert habe, die sind eigentlich auch wieder ein Appell an die Europäische Union, ihre Türkei-Politik sehr viel sorgfältiger auszugestalten. Die Türkei ist für uns, so wie wir für die Türkei, unverzichtbarer Partner, wenn wir Sicherheit erreichen wollen und Stabilität, auch über die Türkei hinaus in dieser Region. Das wissen wir seit langem. Wir lernen aber, finde ich jedenfalls, in den letzten Tagen, dass wir einen Fehler machen, wenn wir die europäische Flüchtlingsstrategie und unsere notwendige positive Politik gegenüber der Türkei, unsere Anstrengungen gegenüber der Türkei, wenn wir die unsachgemäß vermengen. Wir brauchen dringend, und das war lange überfällig, diese bewusste Strategie gegenüber der Türkei, was die Verhandlungen angeht, was die Visaliberalisierung angeht. Aber die Europäische Union darf sich in ihrer Flüchtlingsstrategie nicht zentral auf die Türkei verlassen. Wir müssen unsere Flüchtlingsstrategie eigenständig gestalten. Wir dürfen auch die Ausgestaltung unseres Managements der Außengrenzen nicht auf die Türkei stützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you. Madam Harms, there is a blue card for you from Mr. Cristoforou. Do you accept it? Yes. Okay, so Mr. Cristoforou. Με όλα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα όσον αφορά την Τουρκία, είναι δυνατό σήμερα να αποκαλούμε, να συνεχίζουμε να θεωρούμε την Τουρκία ότι αποτελεί αξιόπιστον και απαραίτητον εταίρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη συγκροτημένη ένωση ισχυρή, δεν μπορεί να καθίσταται όμηρος της οποιασδήποτε Τουρκίας και να υποβάλλεται σε εκβιασμούς και ουσιαστικά να ανέχεται την Τουρκία να ισοπεδώνει τους πάντες και τα πάντα. Και το πιο βασικό και το σημαντικό, και εδώ πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν σέβεται ούτε τους θεσμούς, ούτε τις αρχές, ούτε τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και θα προκαλέσω λέγοντας να μας αναφέρετε έστω μία συμφωνία που σεβάστηκε η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θεωρείτε ότι μπορεί να σεβαστεί και τη συμφωνία που έχει να κάνει με τα κριτήρια για την απελευθέρωση των βιζών.
Die Erfüllung von Kriterien, von Abkommen, die kann man in vielerlei Kontext diskutieren. Aber ich bin eben ja ausdrücklich der Meinung, dass wir uns nicht abhängig machen sollen in der Ausgestaltung unserer Politik von der Türkei, sondern ich bin ausdrücklich der Meinung, dass wir als Europäische Union in der Flüchtlingskrise gemeinsam mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen direkt Verantwortung für die Flüchtlinge aus der Türkei übernehmen müssen. Großzügige Resettlement-Quoten, das ist die bessere Antwort als die Deals, die wir bisher gemacht haben. Und auch das, gerade weil Sie aus Griechenland kommen, ein Management, ein europäisches Management der Außengrenzen jenseits der ewigen Souveränitätsdebatten würde uns sehr viel weiterhelfen als die Auseinandersetzung, die wir dazu mit Erdogan führen. Aber, und dabei bleibe ich, wir brauchen gute Beziehungen, funktionierende, sagen wir funktionierende Beziehungen zur Türkei. Die Türkei ist nicht nur Präsident Erdogan, viele Menschen in der Türkei setzen ihre Hoffnungen auf die Europäische Union.